Ja, in Titanblau steht hier die Skoda Octavia Limousine vor der Kamera. Ich habe sie euch bereits ausführlich vorgestellt, deswegen wisst ihr auch, dass dieses Kabel zu diesem Fahrzeug gehört, denn es ist der Skoda Octavia IV, IV auf Deutsch. Ja, was hat es denn jetzt mit diesem Video zu tun? Ganz einfach, für viele da draußen ist es ja so, dass ein Plug-in-Hybrid grundsätzlich absolut sinnfrei daherkommt. Er schleppt ja nur viel zu viel Gewicht mit. Und leider durch die aktuellen Förderungsbedingungen sind Plug-in-Hybride für Geschäftskunden natürlich sehr lukrativ, denn mit der geringen Versteuerung wird dann so ein Fahrzeug doch ein wenig missbraucht. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist absolut falsch in meinen Augen. Ich persönlich würde mich für eine Förderung aussprechen, die dafür ausgelegt ist, dass Plug-in-Hybride oder nachweislich geladen werden müssen, damit sie auch die Förderung behalten. Wenn ihr aber euch für den Plug-in-Hybrid entscheidet, ganz klar, dann bitte nutzt diese kleine Klappe hier vorne, steckt das Kabel entsprechend ein und die andere Seite dann auch bitte an die Steckdose oder Ladesäule, je nach Anschluss. Also heute möchte ich euch einfach mal demonstrieren, was ein Skoda Octavia IV verbraucht, wenn wir nicht den Akku laden. Und damit herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, abonniert den Kanal, liked das Video und vor allem schreibt mir eure Meinung unten zu Plug-in-Hybriden in die Kommentarbox und lasst uns ein bisschen diskutieren. Und ich freue mich da schon auf einen sachlichen Diskurs mit euch. Also, jetzt viel Spaß mit dem Skoda Octavia IV auf Sinnlosverbrauchsfahrt. Einen Plug-in-Hybriden sollte man grundsätzlich immer möglichst voll laden und auch den Akku so stark wie möglich nutzen, damit das Fahrzeug ja auch möglichst effizient arbeitet. Was heißt denn effizient? Was sind denn so die üblichen Verbräuche? Natürlich sind die angegebenen Werte, wie wir alle wissen, jetzt nicht so realitätsnah. Das ist ganz klar, trotz des sogenannten WLTP-Zyklus, der schon ziemlich nah an den echten Verbrauch herangereicht. Aber jetzt in unserem Fall, im Normalfall, bewegen wir uns jetzt hier bei einem Verbrauch von 3 bis 4 Litern Kraftstoff auf 100 Kilometer und eben einem Kraftstoff oder einem Stromverbrauch von rund 14 bis 15 Kilowattstunden. Rein elektrisch werden wir damit nicht die 60 Kilometer, die Skoda laut Werksangabe uns verspricht, erreichen, sondern etwa 40 bis 45 Kilometer sind auf alle Fälle machbar. Und das finde ich schon auch völlig ausreichend für die meisten Pendlerstrecken. Die Ladezeit, und genau das ist eben der Punkt, deswegen sage ich, ihr könnt, sollt ihn auch laden, den Wagen, ist gar nicht mal so dramatisch. Natürlich kann diese Antriebsbatterie nur mit 3,6 kW hier geladen werden, was ein bisschen gering ist. Ein 11 kW-Anschluss wäre schon sehr, sehr schön. CCS als Schnelllader, das würde wahrscheinlich die Batterie in die Luft jagen. Zu schnelle Ladeströme, die da reingehen, es muss natürlich nicht sein. Aber wenn ihr den Wagen an der Haushaltssteckdose zu Hause anhängt, also am Abend kommt nach Hause vom Dienst und steckt den einfach an, dann ist er in 6 Stunden von 0 auf 100 geladen. Passt doch, ist doch völlig ausreichend. Habt ihr sogar noch eine Wallbox zu Hause, dann geht es in 3,5 Stunden. Und dann ist der Wagen wieder völlig einsatzfähig. Fähig, und zwar mit einem vollen Akku. Also warum nicht einen Plug-in-Hybriden vollladen? So, und für die da draußen, die natürlich das gar nicht machen wollen, dieses Auto lediglich als Steuervorteil nutzen, genau aus dem Grund fahre ich jetzt für euch ja diese Verbrauchsrunde. Mich selbst interessiert es natürlich auch, wie hoch ist denn die Belastung durch diese 200 Kilo mehr Gewicht? Und wie ist das Ganze, wenn der Motor vielleicht auch immer wieder ein bisschen Energie versucht, in die Antriebsbatterie zu speisen, was natürlich notwendig ist, denn das Auto möchte ja möglichst stark mit oder möglichst häufig elektrisch unterwegs sein.
Und deswegen wird immer mal wieder die Batterie geladen, aber vorwiegend wird sie geladen durch die sogenannte Bremsenergierückgewinnung, also die sogenannte Rekuperation. In dem Fall wird es über das Bremspedal gesteuert. Es gibt hier keine Rekuperationsstufen, die ich manuell zuschalten kann. Oder aber, und das ist sehr, sehr clever, wenn man eine längere Strecke fährt wie ich, dann nutzt man den sogenannten Travel Assist. Das ist das vernetzte Fahrassistenzsystem, was alle Fahrassistenzsysteme in sich vereint. In dem Fall etwa die aktive Spurhaltung, die aktive Distanzhaltung oder aber die Überwachung des toten Winkels. Und dann gibt es noch den sogenannten prädikativen Assistenten, der dafür sorgt, dass das Fahrzeug möglichst effizient arbeitet. Es gibt mehr Hinweise auf eine kommende Geschwindigkeitsbeschränkung, auf eine kommende starke Kurve oder ein Stoppzeichen, ein Kreisverkehr oder ähnliches und passt auch entsprechend schon mal die Geschwindigkeit vorsorglich sanft dahingehend an. Und genau da hängt das Ganze. Er versucht da auch möglichst stark zu rekuperieren, viel Energie in die Antriebsbatterie zurückzuspeisen, um dann wieder möglichst weit elektrisch zu fahren. Das funktioniert übrigens sehr, sehr gut. Der Wagen fährt sich auch unheimlich angenehm, sehr komfortabel und ruhig. Besonders wenn man dann noch das adaptive Dämpfersystem hinzunimmt, dann wird das Auto hier zu einem perfekten Allrounder auf alle Fälle. Viel Platz für die Familie, hoher Komfort auf langen Strecken. Und genau so wünscht man sich das ganze Fahrzeug ja dann. Preislich natürlich 37.600 Euro sind erst nicht wenig Geld. Ja, es gibt eine Förderung von 7.110 Euro. Aber wie schon erwähnt, würde ich mir da wünschen, dass die gerade bei Geschäftskunden daran gekoppelt ist, dass das Fahrzeug auch möglichst intensiv und häufig geladen wird und dass da auch ein Nachweis geführt werden muss. Denn ansonsten ist das Ganze ja ad absurdum geführt. Ja, es ist tatsächlich hier das passende Wetter. Es regnet, ich stehe im Regen. Ich habe dieses Auto beschmutzt und es tut mir sehr leid. Und zwar nicht nur, weil ich es dreckig gemacht habe, sondern auch, weil ich dieses Auto schlicht und ergreifend völlig falsch eingesetzt habe. Einen Plug-in-Hybriden setzt man so nicht ein, dass man mit leerer Akkubatterie durch die Gegend fährt. Das ist eine Notlösung für so ein Fahrzeug. Und das sollte es auch da draußen für euch sein, wenn ihr ein Fahrzeug mit elektrifiziertem Verbrennungsantrieb kauft. Ja, das ist ganz klar. Ich bin weiterhin dafür, wer einen Geschäftswagen sich zulegt und die steuerlichen Vorteile und die Umweltprämie einsackt, der muss auch nachweisen können, dass er mindestens 70% mit Akkubetrieb komplett fährt. Dennoch zeigt auch dieses Video, dass der Motor dennoch es schafft, sehr effizient zu arbeiten. Ich habe hier 5,8 Liter Bordcomputerverbrauch gehabt und beim Tanken waren es knapp 6 Liter. Wenn man jetzt nun mit vollem Akku gefahren wäre, so wie sich es gehört, dann hätten wir rund 3 Liter verbraucht. Wir könnten die Emissionen und die Spritkosten um 50% halbieren. In meinen Augen ist das genau das, was ein Plug-in-Hybrid auch kann und soll. Und er soll auch dann aufzeigen, wenn ich 40 oder 45 Kilometer täglich locker rein elektrisch fahren kann, soll es einem auch zeigen, dass es in Ordnung ist oder an der Zeit ist, in ein Elektrofahrzeug einzusteigen und auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen. Dafür möchte ich jetzt einfach nochmal appellieren, dass dieses Video, wie gesagt, nicht dazu dient, einen Plug-in-Hybriden schlecht zu machen. Im Gegenteil, Plug-in-Hybrid ist sinnvoll und ist auch im Moment eine sehr gute Übergangslösung für diejenigen, die einfach noch Angst haben, ob ich mit Reichweite zurechtkomme oder nicht, oder die einfach sagen, sie wollen dieses Auto und das weitere Verbrennungskonzept immer noch haben. Aber es zeigt halt auch, am richtig sinnvoll ist es eben, wenn der Akku genutzt wird. So, ob ich jetzt hier weiter im Regen stehe und auch weiter zukünftig im Regen stehe, das werden wir dann sehen nach diesem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Liked das Video, teilt es gerne und schreibt mir eure Meinung jetzt unten in die Kommentarbox. Und was mache ich jetzt?
Erstens, ich setze mich ins Auto, denn es regnet. Und zweitens, ich fahre mit dem Auto jetzt an die Ladesäule. Tschüss und Servus, euer Ubi.